Hi Leute, hier ist wieder Fairwall und willkommen zurück zu einem weiteren Part von Let's Play GTA 4. Im letzten Part haben wir uns ein wenig darum gekümmert, dass, sagen wir es mal so, gewisse Drogendeals in dieser Stadt ablaufen können. Und wir haben uns die neue Insel freigeschaltet. Aber in diesem Part werden wir auf dieser Insel noch nicht arbeiten, denn ich habe irgendwie Ambitionen, erstmal Brucey fertig zu machen. Beziehungsweise seine Mission zu erledigen, damit wir auf dieser Insel wirklich fertig sind, bevor wir die neue besuchen. Also fangen wir an. Wir schlängeln uns hier mal ein bisschen gekonnt durch den Verkehr. Na, der will uns nicht anfahren, der will uns sicher nicht anfahren. Und wir fangen an. Search and Delete. Is your boss around? Yeah, he's around. Brucey, some fucking Polack asshole for you. Pleasure to meet you, too. He's not a Polack. He's a gentleman. Still a fucking asshole. Sorry, Nicky, man. How's things? Okay. Sweet. I got you, man. I'm big, but I'm also fast. Wake up, boy! Ooh, I'm sorry. Can you show me that again? Nico ist einfach so geil. That's some Red Army shit, serious. You gotta show me that one. I'm all about power. Come on, touch my bench, man. No, thank you. Rock hard. I bench 450. I'm like, Yeah. Oh, shit, no shit. What are you doing here, man? Well, Roman said maybe you needed some help and we need some money real bad. Shit, my bad. Yeah, of course. Love that guy. Love him. I mean, I am no chubby chaser, but if I was, I'd have queered him. I'd be in trouble, you know what I mean? Let them know. Hey! Okay. Brucey likes pussy. Right? Okay. All right. Okay. I know you guys need money bad. Yeah. This ain't a nice job. Not exactly mom and pop shit. No problem. As long as the pay is good. Sometimes people fuck other people over, okay? And the people that fuck other people need to get fucked with. Especially people that go into hiding before they can get on the stand and put a lot of guys inside for a lot of time. What? I need you to whack some people, only they're in hiding. How do I find them? Man, you're cold! You didn't even blink! Love that! Fucking love that! You gotta steal a police car, get on the computer, give me a call. He's an addict. Not really. All right, Brucey, I'll give you a call. Ice cold, man! Ice cold! Gut, dass das nicht so ein Steroin-Junkie ist, aber okay. Gut, wir haben Order, uns in einen Polizeicomputer zu hacken und ein paar Leute ausfindig machen, die Brucey nicht mehr so gern atmen sehen möchte. Also machen wir mal wieder Auftragskiller. Die einfachste Möglichkeit, an ein Polizeiauto ranzukommen, ist einfach mal 911 zu wählen, den amerikanischen Notruf. Hello. Sie sprechen mit dem Rover Readable City. Ja. In dieser Zeit bin ich schon tot. Okay, eins für Polizei. Ja. Komm, hau rein. So, okay, wir haben die Polizei angerufen. Gott, dauerte das lange. In dieser Zeit bin ich ja schon lange tot. Gut. Jetzt warten wir auf den Polizeiwagen, den wir uns gerade bestellt haben. Und versuchen, ihn zu kapern, ohne möglichst Cops zu kriegen, weil wir die wieder loswerden müssen. Das wäre unschön. Das ist doch die einzige Schwierigkeit an dieser Mission. Man muss halt diesen Polizeiwagen sich besorgen und... Warum kommt hier keiner? Mann! Stellen wir uns mal wirklich vor, hier wäre eine Schießerei. Was wäre dann, hä? Dann wird die Polizei einfach nicht kommen. Ah, toll. Okay, jetzt haben wir einen Cop. Das ist ja immerhin schon etwas. Gut. Wo sind sie? Wo ist der? Da ist ein Polizist. Da komme ich rüber, Stacheldraht. So, da ist unser Wagen. Steigt aus. Komm, steigt aus. Steigt aus. Steigt aus. Ja, sehr schön. Alles klar. Wir umlaufen die einmal. Und rein in den Wagen. Los. Wunderbar. So machen wir das. So läuft das. Nur ein Cop. Ja, also wie gesagt, ihr könnt euch halt was zu Schulden kommen lassen und dann einfach
den Polizeiwagen stehen, so ähnlich wie ich das jetzt gemacht habe. Leider war der Polizeiwagen schon unterwegs, sonst hätte ich keinen Kopf gekriegt. Oder ihr könnt halt, wie gesagt, auch 911 anrufen und dann wird euch ein Polizeiwagen finden und die werden leider nicht aussteigen, glaube ich. Naja, jedenfalls müsst ihr halt diesen Polizeiwagen finden und euer Fahndungslevel loswerden, so wie die Mission euch das gerade gesagt hat. Wir versuchen mal hier ein bisschen Fahndungslevel loszuwerden. Na komm, weg. Kein Bock mehr, alles klar. Wir sehen ihn los. I'm here. I have a computer. Wir haben den Computer und wir sind knallhart. Lyle Reavers. Okay. Ja. Ist ja gut, Bruce. Ist ja gut. Du bist auf Steroiden. Du bist ein verdammter Crackhead. Leg auf. Okay. Okay. Aktuelle Verbrechen betrachten. Polizeiakten durchsuchen. Suche nach Name. Und wir geben ein. Kann, glaube ich, tippen. Ja. Ivas. So. Er sucht. Reavers Lyle. Das ist unser Mann. Ermittelt. Aufenthaltskriminellen zugefügt. Okay. Genau das wollten wir. So, und jetzt haben wir den Aufenthaltsort von unserem Freund Reavers. Und wir haben einen Polizeiwagen. Polizeiwagen lassen sich extrem geil fahren, haben eine hervorragende Beschleunigung und sind sehr stabil. Leider haben sie kein Radio. Aber alles andere an diesen Autos ist einfach wirklich, wirklich hervorragend. Wie gesagt, super Handling. Lassen sich genial fahren und man hat halt diese Sirene. Und man... Nein! Gottes Willen, falsche Taste! Um Gottes Willen! Was ich also sagen wollte, bevor ich während der Fahrt ausgestiegen bin, ist, dass man diese Sirene hat und dann relativ leicht durch den Verkehr durchkommt. Die Autos machen einen Platz. Ja, das war in den alten GTA-Spielen noch immer ein bisschen problematisch mit diesem Platz machen, aber in den neueren, gerade in dem hier, ist das überhaupt kein Problem. Da ist es einfach nur noch sehr, sehr super. So, hier sind wir beim Haus von unserem Freund, Reavers. Ja, gleich mit der Pistole im Anschlag, das wird ihn schon ein bisschen einschüchtern. Rein da und mal kurz anklopfen. Fragen, wie es ihm geht, was er so macht. Was macht er da? Shit! Hat auch so ein hässliches Hemd, gut, dass ich das wieder ausgetauscht habe. Jage und erledige Reavers, okay. Das ist kein Problem mit unserem Auto. So, gut, dass wir die so geparkt haben. Alles geplant. So, und wir haben jetzt einfach den Vorteil, dass wir die Sirene haben und der Verkehr uns ein bisschen Platz macht. Das hat er nicht. Wir sollen ihn jagen und erledigen. Das heißt, wir können feuern. Und wieder haben wir die gerenderten Ereignisse, die immer halt eintreffen. Schnell fahrende Autos gerade und so weiter. Das passiert immer. Wechseln wir um die Waffe, okay. Und zielen. Immer schön ins Fahrerhäuschen schießen, dann haben wir ihn bald. Ah. Ja, das Polizeiauto ist Verfolgungsjagden einfach wie geschaffen. Leider sind die ein bisschen schwer zu bekommen, wie wir wissen. Aber ansonsten, Polizeiauto für Verfolgungsjagden einfach genial. Einfach richtig super. Die Dinger fahren einfach. Kann man alles mitmachen, kann man den größten Mist mitmachen und sie bewegen sich einfach. Komm schon. Ja, das war ein Kopftreffer. Okay, offensichtlich haben wir noch ein paar gerendete Ereignisse vor uns. Oder getriggert oder so, wie man das auch immer nennt. Jedenfalls Ereignisse, die passieren, egal wie man spielt. Genau, genau. Er boxt da einmal kurz hinten an und er kommt voll in Schleudern. Das ist richtig. Das ist logisch. Aber die Verfolgungsjagd ist... Alle Verfolgungsjagden hier sind echt spannend. Also, hier passiert wenigstens mal was. Da haben die echt gut dran getan, mal ein bisschen, die Ereignisse... Oh, und er brennt. So, wunderbar. Ich glaube, das sollte ihn erledigt haben. Na, dann machen wir noch einen letzten. Komm. So, alles klar. Und das war's mit Lyle Reavers. Vielen Dank und gute Nacht. Gut, wir sind jetzt auf dem Highway und rufen Brucey an. Ihr seht schon, alle Autos machen uns Platz und bremsen, fahren an die Seite und das bringt trotzdem nichts. Mann, abgefahren, Brucey und so, Steroid-Junkie und so.
Ja. Und Leute können nicht mehr Scheiße über ihn reden. Wir kennen deine Tricks, Brucey. Wir kennen deine... Ups, falsch abgewogen. Ja, eiskalt, Mann. Und genetisch anders und so. Ja, Brucey. Was ist das für ein Gebäude da vorne? Sieht hübsch aus. Was ist es? Na gut, dann fahren wir einfach mal zu Brucey. Und holen uns unseren nächsten Auftrag ab, damit wir hier endlich fertig werden. Aber vorher werde ich wahrscheinlich noch einen Hotdog essen, wenn ich hier irgendwie einen Burgershot oder so vorbeikomme. Denn dieser eine Stunt, den ich euch gezeigt habe, der hat mich echt... Boah. Einmal auf den falschen Knopf kommen. Echt. Grauenhaft. Das war Absicht. Und ihr merkt schon, unser Polizeiauto sieht gar nicht mehr so gut aus. Wir sollten das vielleicht... Oh, da ist ein Stranger. Wird zeitlich vielleicht noch geiler passen. Ja, wir machen erst den Stranger. Wir machen erst den Stranger. Vielleicht passt das ja zeitlich viel geiler. So. Hey, das ist ja Batman. Hey, Mario. Wagan, yay. I know who he is, road boy. Chuck, you don't know who he is. Batman, what's up? Why, I'm there, road boy. I said no one can test me, no road boy. No one can test me. See? Who's testing you? Them sliver Russian. Hey, nichts gegen russische Schwachköpfe. Yeah, that's everything. Disrespect. Yo, road boy, let me tell you something right now. I come myself and drink milk, road boy. I never come up for caught in a call. Right, whatever you say. Yo, road boy, let me tell you something. You see, fish could keep their mouth closed. Them wouldn't get caught, road boy. Exactly. Tell you what, let's go hit those Russian fuckers right now. You know what, road boy? Wo hat er die Pumpgun her? Wo hat er die Pumpgun her? Gut. Ja, wir haben ein Vehicle. So, komm. Jetzt holen wir uns die Typen und machen Brucey demnächst zu Ende. Kleine Zwischensequenz, das war alles sehr schön. Und ich hoffe, das passt zeitlich jetzt, sonst muss ich gleich ein bisschen schneiden. Aber das macht ja nichts. Das kriegen wir hin. Der hat einen Cut drin. Fluch in jedem Satz und jedes zweite Wort ist ein Fluch von dir und kiffter Idiot und blablabla Drogendealer. Oder vielleicht noch was anderes. Klischee, Jamaikaner, Klischee, Drogendealer, Klischee. Und ihr habt die Konversation abgehört. So. Ah, alle Drogendelikte sind irgendwie in dieser Gegend hier. Wir kommen hier immer wieder hin. Hier ist nie ein Auftraggeber, obwohl Peggy ist hier in der Nähe. Finde ich ein bisschen schade. Ich finde die Gegend hier ist super. Vielleicht bei Ballad of the Gay Tony oder so. Ihr hört auch, das Motorengeräusch ändert sich vom Auto, wenn es beschädigt ist. Ah ja, das sind ja schon unsere Freunde. Das passt ja zeitlich hervorragend. So. Alles klar. Schalte die Schläger aus. Sind ja nur Schläger. Dann können wir sie mal eben abschießen. Oh, es sind doch Schießer. Nicht nur so Schläger, sondern auch Schießer. Mit halber Gesundheit ist es eine ganz tolle Idee. Eins, dann noch ist einer. Dann noch ist einer. Genau. Okay, war's das? Ja, wunderbar, das war's. Du bist righteous, Alter. Respekt, Mom. One Love, okay. Oh Gott, ich hab's gesehen. One Love Rasta. Bla bla bla. Gut, alles klar. Und mit dieser kleinen Stranger-Mission, glaube ich, verabschiede ich mich von euch und, ja. Wir sehen uns dann einfach beim nächsten Mal bei Let's Play GTA 4. Bis dann, Leute.